Frankenstein ein zum Leben erweckter Albtraum nach dem Roman von Mary Shelley. Im Jahr 1816 verbrachte die damals 19-jährige Mary Shelley den Sommer mit einigen befreundeten Schriftstellerkollegen am Genfersee. Dieses Jahr ging infolge eines verheerenden Vulkanausbruchs als: ja ohne Sommer in die Geschichte ein. Wegen des dauerhaft schlechten Wetters, es war dunkel, nass, stürmisch und gewitterreich, konnten die Anwesenden das Haus häufig nicht verlassen. Sie beschlossen, zum Zeitvertreib Schauererzählungen zu schreiben und den anderen vorzulesen. Mary verfasste die Geschichte von Viktor Frankenstein. Der als Student der Universität Ingolstadt einen künstlichen Menschen erschafft. Und er schuf damit ihrerseits eine Romanfigur, die immensen Einfluss auf Literatur und Populärkultur hatte. Bis heute gehört Frankenstein zu den bekanntesten Vertretern des Horrorgenres. Der Stoff ist maßgeblich durch unzählige Verfilmungen im 20. Jahrhundert geprägt worden, wodurch sich insbesondere Darstellung und Wahrnehmung der Kreatur verändert hat. Während das Wesen von Mary Shelley als zunächst gutmütig, feingeistig und reflektiert beschrieben wird, wird das Monstrum in der legendären Verfilmung von 1931 mit Boris Karloff in einer der Hauptrollen viel grobschlächtiger, und einfältiger als in der Buchvorlage gezeichnet. Die Kostümierung Karloffs mit dem eckigen Kopf, den Narben und der markanten Stirn brennt sich bis heute in das popkulturelle Gedächtnis ein. Ebenso wie ein weit verbreitetes Missverständnis. Der Name Frankenstein bezeichnet nämlich nicht die Schöpfung, sondern ihren Schöpfer, Viktor Frankenstein. Dieser verflucht seine aus Leichenteilen zusammengenähte Kreatur in dem Moment, als sie die Augen aufschlägt, flieht aus dem Labor und überlässt das Wesen sich selbst. Nachdem Viktor sich monatelang bis zur völligen Erschöpfung in die Arbeit gestürzt hat, ekelt ihn die Kreatur an, die er zum Leben erweckt hat. In seinen Augen ist sie zu monströs, hässlich und furchteinflößend geraten. Doch die Ereignisse lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Das Namen und heimatlose Wesen ist am Leben, irrt durch die Welt, findet aufgrund seines abscheulichen Äußeren keinen Platz in ihr und wird von allen Menschen fortgejagt, denen es auf seinem Weg begegnet. Schließlich begibt es sich auf die Suche nach dem Menschen, der es erschaffen hat. Als die Kreatur dem endlich gegenübersteht, fordert sie von ihm eine Gefährtin, um nicht länger alleine zu sein. Viktor jedoch schlägt den Wunsch aus, ein zweites Wesen zum Leben zu erwecken, woraufhin die Schöpfung ihren Schöpfer endgültig verflucht. Das Wesen schwört Rache an Viktor und an allen Menschen, die er liebt. Nicht zum ersten Mal muss Viktor sich fragen, was habe ich getan? Es ist meine Schuld. Dieses Ding ist jetzt in der Welt. Wenn Irrtümer und Fehler in einer solchen Form das Leben zersetzen, wer kann seines Glückes noch gewiss sein? Zwei Jahre nach Dracula adaptieren Gesa Behring, Benedikt Grubel und Michael Kaiser die bereits 2018 gemeinsam mit der Trickfilmerin Maren Wiese, Franz Kafkas, die Verwandlung realisiert haben, einen weiteren Klassiker der Weltliteratur für die Bühne. Die Inszenierung führt auf eine Expedition an den Rand menschlicher Abgründe und wissenschaftlicher Fantasien. Frankensteins Monster wird unter anderem mit Hilfe der raumfüllenden Animationen von Maren Wiese und den Soundscapes von Benedikt Grubel zum Leben erweckt. Bühne und Kostüme stammen von Sarah Mittenbühler, deren fantasievolle Arbeiten das Freiburger Publikum aus Produktionen wie Sweeney Todd, Pippi Langstrumpf und Dracula kennt. Frankenstein ist ein Science-Fiction-Theaterspektakel über Schönheit und Schöpfung. Schuldgefühle und Schrecklichkeiten. Für alle ab 14 Jahren und Erwachsene.